Wir sind zurück auf dem Nürburgring und es wird höchste Zeit, uns ein wenig um den Nachwuchs zu kümmern im ADAC Junior Cup. Wir sind ein wenig weiter hinten in der Startaufstellung, um genau zu sein, in der 6. Startreihe. Da steht nämlich nach dem Qualifying die schnellste Frau im Feld. 17 Jahre ist sie jung, die Startnummer 28 an ihrer Aprilia, Susi Steibel aus Franken. Sie ist ein großer Fan von Casey Stoner und, wie sich das gehört, natürlich von Jonas Folger. Wie sie hier abgeschnitten hat auf dem Nürburgring, das erfahren Sie nun von Edgar Mielke. Motul Presents ADAC Junior Cup. 125 Kubikzentimeter, 35 PS, Aprilias. Im Training Maximilian Kappler, der schnellste vor Max Frisch und Klaus Heidel, die beiden Jungs vom ADAC Sachsen Leistungszentrum. Max Maurischat, der lange Schlags aus Hamburg, nur auf der 7. Startposition. Wie immer ein enges Feld bei den Junioren. Endziel natürlich die Motorradweltmeisterschaft für alle. Tom Lütti machte es ja einst parademäßig vor in dieser Kategorie, als er hier startete und dann 2005 den 125 Kubikzentimeter Titel in der Weltmeisterschaft holte. Das für die Jungs und Mädels, die hier am Start sind, allerdings noch ein schöner Traum. Die Konkurrenz ist hart. Klaus Heidel, Max Fritsch, Max Maurischat, Thomas Gradinger und Adrien Pité vorne an der Spitze. Über das gesamte Rennen verteilt, immer wieder die Positionskämpfe. Fast identisches Material, es kommt also auf die Stärke der Fahrer. Gute Bedingungen zu diesem Zeitpunkt bei den Junioren in der Eifel, das ist ja nicht immer so. Und dann der Sturz von Daniel Gebhardt aus der Traum von den Punkten. Er hatte aber ohnehin nichts mit den Spitzenfahrern zu tun. Er also der erste Ausfall. Und dann immer wieder Heidel, Fritsch, Maurischat, Gradinger mit dabei und auch Adrien Pité. Im Grunde genommen ein Spiegelbild der Gesamtwertung der bisherigen Rennen in dieser Saison. Der Plan natürlich ganz klar, hier erfolgreich abschneiden und dann eins höher klettern in die internationale deutsche Meisterschaft und von da aus dann in die großen Wettbewerbe. Endziel Weltmeisterschaft, das sollte für alle klappen. Die 28, das ist Susi Steibel. Wir haben sie ja schon in der Startaufstellung gesehen. Sie kämpfte wacker mit und holte am Ende den 19. Platz. Vorne aber gegen die Post ab. Thomas Gradinger mit der 56. Adrien Pité, der Schweizer, die 53. Max Fritsch mit der 6. Max Maurischat, gut daran zu erkennen, mit der Startnummer 18, dass der Hamburger äußerst lange Gliedmaßen hat. Erinnerungen, einst Valentino Rossi auf der 125er. Da sah das Ganze ja so ähnlich aus. Der Vierkampf an der Spitze. Klaus Heidel, er ebenfalls mit einer starken Saison bis dato. Max Fritsch, die beiden Teamkollegen vom Sachsenring. Und dahinter Gradinger, Maurischat und auch Pité. Jetzt wieder die beiden Teamkollegen. Die 3, das ist Heidel. Die 6, das ist Max Fritsch. Dahinter Maurischat, Gradinger und Pité. Pité, der ein bisschen abreißen lassen musste, aber sich immer wieder rankämpfte. Ein packender Vierkampf, Rennsport vom Allerfeinsten, also auch hier bei den Junioren in der Eifel. Und dann dieser Sturz, Klaus Heidel, er aus der Spitzengruppe raus, auf sicherem Podestkurs eigentlich unterwegs gewesen. Und da waren es vorne dann auf einmal nur noch 3. Gradinger, der Österreicher, konnte das Tempo nicht mehr mitgehen, hatte am Ende dann 7,6 Sekunden Rückstand. Und vorne ging es um den Sieg. Maurischat, die 18 in der schwarzen Lederkombi, Max Fritsch oder Adrien Pité. Überrundungen natürlich auch hier Usus. Und auch im hinteren Feld wurde gekämpft. Wieder Susi Steibel, die ihre Sache aber gut macht. Und dann war die Geschichte klar. Max Maurischat gewann also erneut der Hamburger vor Max Fritsch und Adrien Pité. Das die drei Herren auf dem Podest. In der Gesamtwertung führt nun der Hamburger mit 11 Zählern Vorsprung vor Max Fritsch auf 3 Thomas Gradinger. Ich habe wirklich gemerkt, dass man das Rennen gewinnt, wenn man hinten in der Passage aus dem Windschatten raus ist, weil dann gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten und das kann man ein bisschen vorne bis zur Stadt hier mitnehmen und das habe ich auch geschafft und bin ganz glücklich drüber. Das die Sieger, Verlierer des Tages, ganz klar Klaus Heidel nach seinem Sturz. Soweit der Nachwuchs im ADAC Junior Cup.